Heute geht es wieder um eine Hörerfolge. Ich lade euch ja dazu ein, mir an podcast@kiraliebmann.de zu schreiben, mir Themen zu schicken, gerne auch dazu zu schreiben. Macht doch da bitte eine Podcast-Folge drauf. Da müssen wir nicht immer extra nachfragen, darf ich eine Podcast-Folge machen? Deswegen schreibt das gerne mit dazu und dann werde ich auch deine Frage beantworten. Wichtig ist, je ausführlicher du mir das schreibst, umso besser kann ich dann auch natürlich antworten, umso mehr Wissen habe ich. Das heißt, wie besteht deine Familie? Wie viele Kinder hast du? Was genau ist das Thema? Was habt ihr vielleicht schon selber gemacht, damit es besser wird? Also wirklich, je ausführlicher du mir das schreibst, umso besser kann ich antworten. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema. Und zwar, guten Tag, Frau Liebmann. Ich höre sehr gerne Ihre Podcasts. Die sind sehr lehrreich. Das freut mich. Nun habe ich ein Problem mit meiner 13-jährigen Tochter. Sie kauft sich heimlich Süßigkeiten und nun neuerdings habe ich unter ihrem Bett eine große Flasche Cola Zero entdeckt. Es sieht so aus, als hätte sie am Wochenende gekauft. Sie war am Wochenende bei den Großeltern. So wie es auch aussieht, hat sie heimlich, als sie im Bett war, ein bisschen davon getrunken, um das neue Buch zu lesen. Ich finde das nicht gut. Ich bin verzweifelt. Was soll ich machen, damit sie mit all das aufhört? Muss noch sagen, ihr Vater, als sie Kind war, hat immer gefragt, ob es Nachtisch gäbe. Manchmal gab es ein kleines, manchmal nicht. Mein Mann trinkt gesüßte Getränke. Als Kompromiss kaufe ich ihm nur noch Zero gesüßtes Getränk. Sein Vater hat Diabetes. Zum Essen gibt es bei uns zu Hause nur Wasser für mich und die Tochter. Meine Tochter hat mich schon mehrmals angelogen, weil sie heimlich erwischt habe, Süßes zu verstecken. Ich selbst esse fast kein Süßes mehr. Früher habe ich ab und zu etwas gegessen. Ich habe Angst, dass auch meine Tochter Diabetes bekommen könnte und zu so dick wird. Ich weiß nicht, wie schwer sie jetzt ist. Sie ist in einem Verein, treibt Sport und spielt ein Instrument. Muss ich mir Sorgen machen um meine Tochter? Sie nimmt kortisonhaltige Medikamente gegen Heuschnupfen. Kann dies zu Heißhungerattacken führen? Beste Antwort für Ihnen. Dank. Benennen Sie mal Anna. Auch hier. Die Hörer fragen schon öfter so Folgen und die bei mir die Ausbildung zum Kinder-, Jugend- und Familiencoach machen, die werden sicherlich schon die ein oder anderen Themen hier raushören. Also, liebe Anna, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mir geschrieben hast. Ich höre auch, dass es für dich tatsächlich Themen sind und dass du hier tatsächlich Ängste hast. Ich würde gerne, wie immer, das Ganze jetzt erstmal Schritt für Schritt analysieren. Die Themen, die ich daraus sehe, dir mitteilen und dir meine Gedanken dazu teilen. Also, wir fangen erstmal an, die Tochter ist 13. Was ist die Aufgabe eines Teenagers in der ersten Pubertätsphase? Na, also diese richtige Abnabelungsphase, die Umbauphase im Gehirn beginnt also so mit 12, 13 Jahren. Und das, was die Kinder und Jugendlichen in dem Alter, oder Jugendlichen in dem Alter tun, ist, sich von den Eltern abzunabeln. Das ist das Wertesystem der Eltern komplett in Frage zu stellen und erstmal oft genau die Dinge zu tun, die die Eltern nicht tun, die Dinge zu tun, die die Eltern ablehnen, weil sie sich abnabeln. Und viele nabeln sich ab, indem sie genau das Gegenteil machen von dem, was die Familie macht. Also erstmal dieses Dagegen-Schild hochhalten. Das ist erstmal ihre Aufgabe in dem Alter. Es geht nicht darum, mit 13 zu kooperieren und alles, was du als Mutter sagst, sofort eins zu eins umzusetzen. Sondern um diese Kinder würde ich viel mehr Angst machen, die komplett angepasst sind, die zu allem Ja und Amen sagen, die nicht in die Rebellion gehen, die nicht in die Abnabelung gehen. Diese Kinder sollte man sich wirklich genau ansehen. Aber Kinder oder Jugendliche, die in die Rebellion gehen, die sich abnabeln, die schwierig werden, das ist erstmal normal. Das gehört dazu. Den Grundtenor, den ich herauslese, ist extrem viel Kontrolle. Und durch diese ganz starke Kontrolle, was Essen angeht, was Trinken angeht, Süßigkeiten werden verboten, das fördert ja geradezu, dass deine Tochter dich anlügt. Das fördert ja gerade dazu, weil deine Tochter in einem riesen Gewissenskonflikt ist. Einerseits möchte sie dich nicht enttäuschen, andererseits möchte sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Und je mehr du Süßigkeiten verteufelst, umso interessanter werden sie. Das heißt, du schaffst dir im Thema Diabetes eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil du deine Aufmerksamkeit darauf legst und alles, worauf du deinen Fokus legst, wächst.
Und du hast deinen Fokus so sehr im Misstrauen, im Vermeiden, dass genau das passieren wird, wovor du die meiste Angst hast, weil du deine Tochter ja regelrecht dahin hineintreibst. Durch die Kontrolle, durch die Reglementierung. Ja, ihr Vater hat Diabetes. Das wird einen Grund haben. Ich nehme auch an, dass der Vater wahrscheinlich übergewichtig ist. Ansonsten hast du ja in der Regel selten, zumindest ich bin kein Arzt, aber ich glaube, dass Diabetes meistens auch mit Übergewicht zu tun hat. Und da machst du dir Sorgen um deinen Mann, was auch hier übergriffig ist, weil sich Sorgen machen den anderen emotional extrem unter Druck setzt, den anderen emotional erpresst. Das heißt, da habe ich auch schon meine eigene Podcast-Folge gemacht. Ganz oft wird, ich mache mir Sorgen, als emotionale Manipulation genutzt, den anderen dazu zu bringen, sich so zu verhalten, wie ich das möchte. Weil ich mache mir ja nur Sorgen. Und damit meint man, alle Fehlverhalten, alles grenzüberschreitende Verhalten rechtfertigen zu dürfen mit, ich mache mir doch nur Sorgen. Ich finde, sich Sorgen machen ist null Rechtfertigung dafür, übergriffig zu sein. Sich Sorgen zu machen ist null Rechtfertigung dafür, dein Kind mit 13 Jahren in ein so enges Regelkorsett zu zwängen, weil du ihr nicht vertraust. Ja, er muss sich doch auch fragen, und es tut mir immer leid, wenn ich hier so klar bin, was hast du vorher verpasst? Wo hast du vorher die Abzweigung verpasst, deinem Kind gesunde Ernährung beizubringen, und zwar auf eine Art und Weise, dass dein Kind das freiwillig übernimmt? Und deinem Kind Freiraum gegeben, eigene Entscheidungen treffen zu dürfen. Natürlich müssen wir Eltern sind in der Verantwortung, und wenn ich weiß, mein Kind neigt dazu, nur Süßigkeiten zu essen, würde ich auch nicht den ganzen Schrank voll mit Süßigkeiten machen oder Cola im Keller haben. Natürlich entscheiden wir, was wir einkaufen und was zu Hause ist. Das ist deine Verantwortung als Mutter. Und trotzdem ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen hier ihre eigenen Erfahrungsräume zu machen. Ja, und das ist einfach wichtig. So, jetzt gehen wir mal hier wieder zurück. Du hast ja gesagt, sie war bei den Großeltern, sie hat ein bisschen von der Cola Zero getrunken, um ein Buch zu lesen. Das scheint für dich ein Thema zu sein. Ich kann jetzt da das Thema ehrlich gesagt nicht ganz so erkennen. Teenager trinken mal eine Coke Zero, die trinken mal einen Red Bull, die trinken mal was auch immer. Die trinken halt mal Quatsch. Ja, aber da ist es so, dass die Dosis das Gift macht. Ja, also wenn deine Tochter sich nur noch von Cola Zero ernährt, gut, würde ich aufpassen. Wenn sie aber sagt, sie trinkt da, du hast geschrieben, etwa ein bisschen was davon getrunken, das Buch zu lesen, dann würde ich dich jetzt, wenn du bei mir im Coaching wärst, fragen, was triggert dich da? Was ist da genau dein Thema? Weil dieses Thema hat nichts, gar nichts mit deiner Tochter zu tun, sondern dieses Thema ist dein Thema. Was sind deine wunden Punkte daran? Was ist das, was es mit dir macht? Und da sollten wir hingucken. Wir sollten immer, ich sage das ja in meinem Podcast auch immer wieder, das Verhalten der Kinder ist nur ein Symptom. Das ist nichts, was es zu verändern gilt, sondern es geht darum zu erkennen, was ist die Ursache dieses Verhaltens? Und diese Ursache ist in der Regel bei den Eltern zu finden. Warum muss deine Tochter das heimlich machen? Warum muss deine Tochter dich anlügen? Ja, was ist passiert, dass dein Kind sich nicht traut, dir die Wahrheit zu sagen? Was ist passiert, dass dein Kind heimlich Süßigkeiten essen muss, um gewisse Erfahrungen und Bedürfnisse, ja, dann hat sie halt mal Lust auf ein Stück Schokolade. Warum muss sie das heimlich machen? Weil damit wird das ganz riesengroß, und damit förderst du, dass sie auch übergewichtig wird, weil das Thema Süßigkeiten so wahnsinnig thematisiert wird, dass es bei ihr einen riesengroßen Stellenwert hat. Meine Eltern haben das auch gemacht. Die haben ganz viele Süßigkeiten gekauft. Mein Papa ist Baujahr 40, das heißt, er ist im Krieg groß geworden. Und der hat ein ganz großes Thema damit, dass es etwas nicht zu Hause ist. Das heißt, wir hatten immer Massen an Süßigkeiten daheim. Uns Kindern war es aber strikt verboten, die zu essen. Das heißt, Süßigkeiten waren bei uns zu Hause immer ein Riesenthema. Und es hat wirklich lange gebraucht, dass ich auch mal bei der Schokolade nach dem Riegel sagen kann, jetzt ist gut. Ja, weil ich immer so, boah, jetzt ist was da und ich muss essen. Und da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht genau das Gegenteil bewirkt von dem, was du dir wünschst. Also deswegen, also ich würde dich auch fragen, wenn du im Coaching wärst, sie möchte ein Buch lesen. Wow, wie cool! Sie möchte dabei nicht einschlafen, also trinkt sie ein bisschen Cola Zero, weil sie wach bleiben möchte.
Ja, wie geil ist das denn? Wie viele 13-Jährigen zocken bis in der Früh? Deine Tochter möchte lesen. Aber das kannst du nicht sehen, sondern du kannst nur das Thema sehen, was mit dir in Resonanz geht. Und das ist einfach das Lügen und die Heimlichkeiten. Und da hast du geschrieben, du bist verzweifelt. Aber was genau lässt dich verzweifeln? Und was ist dein Anteil? Was ist daran deine Verantwortung? Und was ist wirklich Problem deines Kindes? Was soll ich machen, damit sie mit dem allem aufhört? Selber aufhören. Mach dich ein bisschen locker. Entspann dich hier ein bisschen. Je mehr Druck du machst, umso mehr Gegendruck wird deine Tochter machen. Je mehr in den Gegendruck wird deine Tochter gehen. Es gibt eine schöne Ansicht, was ich auch bei mir in der Ausbildung zum Kinder-, Jugend- und Familiencoach immer wieder erkläre, ist das Thema, alles strebt zum Mittelwert. Und zwar, du musst dir vorstellen, das hier ist so eine Waage. Und das Verhalten der Kinder und Jugendlichen auf der einen und das Verhalten der Eltern auf der anderen Seite ist immer im Ausgleich. Das heißt, wenn wir beim Thema Konsequenz bei der Ernährung bleiben, je weiter du hier ins Extrem gehst, umso weiter muss dein Kind hier drüben ins Extrem gehen, damit die Waage wieder ausgeglichen ist. Das heißt, je rigoroser, je strikter, je krasser du hier wirst, umso mehr wird dein Kind auf der anderen Seite in die Rebellion gehen, weil es unbewusst immer diese Waage im Ausgleich halten wird. Das sind systemische Dynamiken, das sind Systemgesetze, die einfach so funktionieren. So, das heißt, wenn du möchtest, dass dein Kind auf der linken Seite der Waage etwas mehr in die Mitte gehen kann, dann geht das nur, indem du immer, die Erwachsenen sind immer die Triebfedern, dass die Waage ausgeglichen ist. Wenn die Erwachsene möchte, dass das Kind seine Position auf der Waage ganz außen verlassen kann, ist es wichtig, dass die erwachsenen Eltern anfangen, etwas weiter in die Mitte der Waage zu gehen. In dem Falle etwas nachsichtiger zu werden, etwas kompromissbereiter. Dann merkt das Kind, oh, die Waage kippt auf meiner Seite nach hinten. Oh, da gehe ich aber auch mal ganz schnell Richtung Mitte, damit die Waage wieder ausgeglichen ist. Und das ist Verantwortung der Erwachsenen. Das ist nicht Verantwortung der Kinder und Jugendlichen. Den Weg in die Mitte zu gehen, damit die Kinder nachkommen können. Ganz außen an der Waage zu stehen und zu warten, dass die Kinder den ersten Schritt machen, wird nicht passieren, weil es nicht ihre Verantwortung ist. Es ist Verantwortung der Eltern, den ersten Schritt in Richtung Mitte zu machen. Wenn du das lernen möchtest, wenn du sagst, boah, das ist ja schon ganz geil, dann klick hier unten und buch dir ein Bewerbungsgespräch zum Kinder-, Jugend- und Familiencoach. Und dann sprechen wir miteinander und wir gucken, passt du zu uns zur Ausbildung, passt die Ausbildung zu dir? Und wenn beide Seiten sagen, jo, wir haben ein Match, dann kannst auch du die Ausbildung zum Kinder-, Jugend- und Familiencoach besuchen und diese Themen lernen und dann entweder für dich, für deine Familie anwenden, für dich in deinem Business voll oder nebenberuflich oder für, ja, als Quereinstieg zu sagen, ich möchte hier mir das mal anschauen oder meinen Methodenkoffer entsprechend in meiner Arbeit erweitern. Dann kannst du auch solche Coachings, wie ich das jetzt mache, dann analysieren und die Themen daraus lesen. Weil das ist ja immer ganz wichtig, dass wir erstmal die Themen alle rauslesen, dass wir den Fokus wegnehmen von den Kindern und Jugendlichen, dass wir mit den Eltern in die Veränderung gehen. Und das ist eine Sache der Haltung, eine Sache der Übung. Und das werde ich mit dir ganz viel üben. Das heißt, wenn du da Bock drauf hast, dann hier unten klicken und dir ein Bewerbungsgespräch suchen, buchen. So. Also, was soll ich machen, damit es alles aufhört? Haben wir schon geklärt. Ein bisschen Druck rausnehmen, in die Mitte der Waage laufen, damit deine Tochter nachlaufen kann. So. Dann ist ja auch ganz viel Verantwortung beim Vater. Der hat gefragt, ob es Nachtisch gibt. Manchmal gab es was, manchmal nicht. Der Vater trinkt gesüßte Getränke. Der Vater hat Diabetes. Also hier sehe ich, dass du dir halt ganz viel Sorgen auch um den Vater machst und Kinder lernen am Modell. Und, natürlich lernt deine Tochter dann auch durch den Vater, dass es ungesunde Sachen zu trinken gibt, aber das ist ein Angelegenheitskreis. Da kannst du nicht viel verändern. Das heißt, versuchen, den Vater zu verändern, wird dich immer frustriert zurücklassen und ihn wahrscheinlich auch, weil er seine eigene Biografie hat, er seine eigenen Themen hat, warum es bei ihm so ist. Und niemand ist freiwillig und sagt, ja, und ich will jetzt Diabetes haben. Da sind Mechanismen dahinter, die man verstehen muss und die nicht einfach abgeschaltet werden kann. Warum schaffen es viele Leute über so viele Jahre nicht aufhören zu rauchen, zu trinken, Süßigkeiten zu essen? Da steckt immer ein Grund dahinter und einfach zu sagen, hör auf damit, ist meistens nicht unbedingt von Erfolg gekrönt.
So, und da ist ganz viel Verantwortung. Du versuchst dann das, was sie für ihren Vater als falsches Vorbild in deinen Augen sieht, zu kompensieren, indem es zum Beispiel nur Wasser gibt für dich und die Tochter. Aber die Tochter möchte vielleicht kein Wasser. Und deswegen ist es schon wichtig, ihr hier Alternativmöglichkeiten zu bieten und selber das vorzuleben. Das heißt, statt zu predigen, trinkst du Wasser und die Tochter kann zum Beispiel dann ein Süßgetränk oder was auch immer sonst noch gibt, eine Apfelschorle oder keine Ahnung, auch nehmen. Ansonsten baust du das so auf, dass sie irgendwann nur noch puren Orangensaft trinkt. Ja, wo wir alle wissen, es hat mehr Zucker wie eine Cola. Und da ist es eben wichtig, immer dieses Mittelmaß, wie ich es gerade erklärt habe, zu finden. So, ich selbst esse fast keine Süßigkeiten. Früher habe ich ab und zu was gegessen. Ja, und jetzt möchtest du aber das, was du früher getan hast, deinem Kind verbieten. Ja, warum hast du denn früher Süßigkeiten gegessen? Was steckt da dahinter? Und wie glaubst du, dass deine Tochter das dann einfach gar nicht macht? Und hier füttern wir einfach die Dämonen. Oder du fütterst da in diesem Falle durch Sorgen machen, durch Angst haben, die dir dann die Dämonen, dass die Tochter Diabetes bekommt und zu dick wird. Und je mehr du sagst, ich will nicht, dass du dick wirst, ich will nicht, dass du dick wirst, ich mache mir Sorgen, ich mache mir Angst, das setzt den anderen wahnsinnig unter Druck und es wird genau dazu führen, dass das passiert. Und unser Gehirn kennt das Wort nicht. Und es kennt nur dick werden, dick werden, dick werden. Also hier ist auch Kommunikation ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ob jetzt kortisonhaltige Medikamente Heißhungerattacken führen, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Will ich auch keine Aussage dazu machen. Aber ich würde mir keine Sorgen um die Tochter machen, weil auch das wieder übergriffig ist. Sich Sorgen zu machen ist übergriffig, weil man den anderen, wie gesagt, emotional versucht zu manipulieren. Sondern es ist ganz wichtig hier, liebe Anna, dass du bei dir schaust, warum macht das so viel mit mir? Was sind meine ungelösten Themen dahinter? Was sind meine ungelösten Triggerpunkte dahinter? Wie kann ich die Waage zum Ausgleich bringen? Alles strebt zum Mittelwert. Wie kann ich in meinem Angelegenheitskreis bleiben, in meinem Verantwortungsbereich? Wie kann ich die Dinge, Gesundheit, Entschuldigung, wie kann ich die Dinge, die ich beeinflussen kann, was kann ich da meiner Tochter für ein Vorbild sein? Was kann ich meiner Tochter ohne Verbote, ohne Nachspionieren, ohne sie bloßzustellen, ohne dass sie etwas verheimlichen muss oder lügen muss? Wie können wir trotzdem hier gemeinsam Grenzen und Regeln einfach für uns festhalten? Wie kann das Thema Gesundheit bei uns für alle gewinnbringend gelebt werden? Und auch hier braucht es tatsächlich in meinen Augen einen gut ausgebildeten Coach, der da drüber schaut, der die Themen für dich clustert, der die Themen mit dir gemeinsam auflöst und erstmal mit dir als Mutter ins Coaching geht. Weil erst wenn du bereit bist, deine Themen anzuschauen, deine Biografie aufzuarbeiten, deine Triggerpunkte zu heilen, dann kannst du anfangen, ein bisschen in die Mitte zu gehen. Dann kann deine Tochter anfangen, ein bisschen in die Mitte zu gehen. Aber der falscheste Punkt ist, beim Kind zu gucken, weil der Jugendliche, wie gesagt, nur das Symptom ist und die Lösung und die Heilung bei den Eltern liegt. Ja, wenn wir dir da gerne helfen können, dann schreib mir bitte. Wir haben zum einen einen Coach-Finder bei uns auf der Webseite, in dem wir als Pilotprojekt die von uns fertigen Coaches aufgelistet haben. Und du kannst mir auch immer schreiben und wir können dir auch einen passenden Coach vermitteln. Genau, dass du hier dir die Themen einfach nochmal entsprechend bei dir anschauen kannst. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, das auch zu lernen, dann klicke bitte auf den Link in der Beschreibung und buch dir ein kostenfreies Bewerbungsgespräch. Wir gucken, passt du zu uns, weil wir als Marktführer uns das Recht rausnehmen, genau zu schauen, wem wir das Wissen anvertrauen, wem wir die Verantwortung für Familien anvertrauen. Ich möchte nicht einfach sagen, jo, hier, wir nehmen jeden und uns geht es um nur Hauptsache Umsatzmaschine, sondern mir geht es wirklich darum, verantwortungsvoll mit dem Wissen umzugehen, verantwortungsvoll Familien an der Seite zu stehen. Und dazu braucht es gewisse Voraussetzungen, keine Vorkenntnisse. Also auch kompletter Quereinstieg ist möglich, aber es braucht einfach gewisse persönliche, menschliche und mentale Voraussetzungen, die wir sehr gerne in einem persönlichen Gespräch klären. Das heißt, wenn du da Bock hast, melde dich und wir schauen, passt du zu uns, du schaust, passen wir zu dir und wenn wir ein Match sind, dann lass uns doch gerne einfach den Weg gehen. Ich hoffe, ja, du hast dir was rausnehmen können, du hast für dich was identifizieren können und ja. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören bzw. sehen.